Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Famous Second Son. Wir machen hier wieder weiter. Lesbot haben wir aufgehört. Und genau, was war noch? Leider haben wir auch unseren Bruder verloren im Kampf. Letzten Part. Hier ist er gerade ein bisschen in Rage, wie ihr gerade merkt. Oh, die meint's echt ernst. Oh. Komm, sehr gut. Ah, da gehen wir weiter. Oh, okay, wir müssen die besiegen. Okay, dann machen wir es halt von mal schnell. Ja. Okay, ich muss wohl hoch. Irgendwie. Wo seid ihr? Hä? Ja, super. Er springt immer dorthin, wo ich nicht bin. Okay. Diese Feiglinge. Ja. Sehr gut. Was war das denn? Wo ist er jetzt? Okay. Einer von denen schon mal weg. Komm. Okay, da ist noch einer weg. Einer ist hier irgendwo. Ah, hier. Hier bin ich. So. Dann zerstören wir erstmal hier das Auto hier. Wo? Sehr gut. Sind hier noch irgendwo Truppen? Ja, einer noch. Wo ist der? Ah, hier. Der aber nichts mehr gemacht hat. Mist! Hätte einer am Leben lassen sollen, damit er antworten kann. Aber ich weiß, dass er noch lebt. Ich muss ihn nur finden. Er hat mich doch angerufen. Seine Nummer muss ich doch haben. Da. Ah, okay, ich muss auf Höhen. Okay. Aber bevor ich mache, würde ich gerne Neon haben. Bei Neon komme ich wenigstens am besten voran. Also hoch, meine ich. Wir müssen ja jetzt Hank finden. Er hat uns sozusagen verraten. Okay, wir müssen doch noch höher. Dann gehen wir einfach mal noch höher und... Reicht das hier? Was ist los? Ich bin hier. Und ihr? Gleich da. Wir haben am Hafen deinen Transport arrangiert. Was zum Teufel ist da drüben los? Da ist gerade schon viel los. Irgendwas kriegt da schwer was an. Klingt wie ein Krieg, Mann. Ja gut, das braucht das Handy jetzt eigentlich gar nicht mehr. Weil das ist ja jetzt markiert. So, okay. Versuchen wir mal ein bisschen das irgendwie hinzubekommen. Genau hier soll was sein. Mann, das war Hank? Hank, bist du da? Ich hab keine Angst vor dir, Hank. Ich bin wohl nicht der Kumpel, okay, den ihr erwartet habt. Wo? Oh. Oh. Oh,
Oh, ein bisschen weiter weg. Dann die immer schön drauf. Oh. Oh, die meinst echt ernst, gerade. Oh, 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 ich muss jetzt ein bisschen weg. Ah, die meinst wirklich ernst, gerade. Die sind echt sehr, sehr stark. Oh. Nein, und dann noch daneben. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausweichen. Oh. Okay, wo? Alter, hör auf hier zickzack zu laufen. Kann ja sein, dass sie hier die ganze Zeit hier zickzack läuft. So. Wo? Dann wir erstmal kurz hier oben. Hier war doch irgendwo der Rauch, oder? Henk ist weg. Ich muss das Signal wiederfinden. Ja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Irgendwie müssen wir doch nicht besiegen. Zum Glück eigentlich. Kann ich hier irgendwie... Ah, da ist Neon. Neon ist eigentlich sehr hilfreich eigentlich. Da kommt man wenigstens hier hoch. Okay. Also in die Richtung. Gehen wir einfach mal in die Richtung, Leute. Von wem redet er? So, ich denke mal, wir sind schon richtig. Gucken wir auch jetzt mal schnell. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Dächer scheint er ja zu mögen. Ah, der ist hier, okay. Müssen aber hier hoch. Das wird natürlich sehr lustig. Komm schon. Sehr gut, und jetzt ganz hier hoch. Wow. Wow. Komm. Geht down. Wow. Okay. Okay, das wäre jetzt einfach. Ich muss nah dran sein. Muss die App wohl noch mal ran. Ich fühle mich. Ach was. Das aussieht, brauche ich euren Schutz gar nicht. Er will zum Yachthafen. An Land ist er nicht mehr erwünscht. Ich schätze, Henk und ich sehen uns bald wieder. Das glaube ich auch. Gehen wir wahrscheinlich zum Hafen.
Hier sehr. Du Dreckschwein. Sie hat Reggie ermordet. Ich hatte keine Ahnung, ich schwör's. Nichts gewusst. Du hast uns verraten. Sie sagte, sie würde dir nichts tun. Sie wollte nur mit dir reden. Du hast ihr geglaubt? Sie hat eine ausgeprägte sadistische Ader. Aber ich habe nie gehört, dass sie Cornels tötet. Mein Bruder. Er wäre noch am Leben, wenn du nicht wärst, du Schwein. Sie hatte meine Tochter. Oh. Okay, eigentlich sind wir jetzt sauer, dass er, dass er halt unseren Bruder getötet hat, aber wir verschonen ihn trotzdem, weil unser Bruder gesagt hat, wir sollen ein Held werden und kein richtiger Mörder oder sonst etwas. Kommst du nicht mit uns? Auch einfach unter. Pass auf dich auf. Ich komme, Schätzchen. Gehen wir heim. Okay. Rauch und Spiegel. Gehen wir mal kurz Short Englisch. Okay. Jetzt will ich das, weshalb ich hier bin, Augustine. Okay, wir müssen jetzt zum Turm. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne erstmal noch mal ein bisschen leveln. Ja gut, wir haben... Was ist das? Okay, machen wir das lieber. Das war's dann. Okay. Dann müssen wir jetzt Englisch nur zu Justine. Ich bin es doch, der die Gesellschaft vor ihr und ihrer Armee aus Wahnsinnigen beschützt. Das stimmt. Oh, das ist nicht so klug, jetzt hier durch. Sorry Leute, ich wollte einfach nur schnell hier durch. So, gehen wir mal zu Augustin. So, dann über diese DOP. Zum Turm. Bürger von Seattle, wie ich höre, läuft der Bioterrorist Delton Rose wieder an. Seinen früheren Schreckensorgien sind bereits hunderte loyale DOP-Beamte und ebenso viele Mitbürger zum Opfer gefallen. Es ist keine Schreckensorgie, wenn ich Unschuldige rette und auch noch deine Horde von Killern verschone. Ach komm. Hä, wie komme ich schon jetzt darüber? Ist noch einen anderen Weg rüber? Komm schon da jetzt rüber. Muss ich die jetzt alle erledigen? Aber das ist ja viel zu viel. Komm schon jetzt schon darüber.
gibt irgendwie keinen anderen Weg rüber. Jede Brücke. Wie komme ich da jetzt nur rüber? Ja, ich weiß, aber wie komme ich denn da jetzt rüber? Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt, aber wieso kommst du da jetzt nicht ganz rüber? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Oh, ich bin schon drüben. Oh, okay. Oh Mann, wirklich Spiel. Ich habe ihn gesehen. Lass nicht zu, dass Selten Rose seinen mörderischen, blutigen Amoklauf fortsetzt. Okay. Selten Rose hat zahllose seiner tapfersten Männer getötet. Die UP-Soldaten, die für euch ihr Leben gaben. Du irrst dich gewaltig, Augustin. Diese Menschen haben uns beide in Aktion erlebt. Wenn hier einer bestraft wird, wird nicht... Immer weiter, bis ich Augustin habe. Okay, der Transformator muss... Jetzt gilt's dir. Sobald die Abwehr ausgeschaltet ist, gibt's kein Zurück mehr. Also, wie ist der Plan, Conduit? Okay. Schnapp ich sie mir und zeige der Welt, was sie getan hat? Oder töte ich sie für Reggie? Okay. Okay, Schatz. Die sehen wir bloß. Zeit, dass die Welt dein wahres Ich erkennt. Okay, damit kann ich arbeiten. Wenn noch unter Strom steht. Okay. Wir sind ganz, ganz hoch. Das wird lustig. Ah, da. Okay, es geht schon los. Ja, danke schön, dass ihr mich runtergekickt habt. Wirklich. Da denkt man sich so, juhu, wir schaffen das irgendwie. Und dann werden wir runtergekickt. Komm her. Oh, das war knapp. Ja. Oh, yeah! Sehr gut. So, jetzt sind wir hier. Gar nicht gut. Hey, Dee, da war ein Pfad aus Leichen drüben im Pioneer District. Und ich bin ihm gefolgt. Stört dich hoffentlich nicht. Sehr gut. Müssen wir irgendwie hochkommen? Um mich zu sehen? Ich wäre schon klargekommen. Oh, ja klar. Aber täusch dich mal nicht.
Das heißt, du kommst mit? Machst du Witze? Meine beiden Lieblingsmenschen auf der Welt gemeinsam in einem Kampf? Das lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Bitteschön, mehr Rauchspielzeug. Hä? Ah, okay. Hier rüber, okay. Ja. Sehr gut. Bis jetzt läuft es doch schon mal ganz gut. Ist halt immer höher. Damit wir zu Augustin kommen. Da ist noch einer, oder? Ja. Komm her. Mal hier. Das war knapp. Hä? Okay. Das sollte nützlich sein. Okay, nochmal das Ganze. Und dann hier rüber. Nein! Ach komm schon, Leute. Ja, und jetzt kommt sie, wenn alles zu spät ist. Das sollte nützlich sein. Come on. Und jetzt aber. Ich bin einfach viel zu sehr schnell reingelaufen. Schon. Sehr gut. Sehr gut. Oh, schnell hier weg. Ja. Oh, okay. Die Frames sind hier ganz schön krass im Keller. So, du kannst hier schon weggehen. Wo jetzt? Ah, hier. Hey, Fetch! Jetzt wäre es Zeit für ein bisschen Hilfe! Bitte, bitte, und so wird euch gegeben. Oh, danke schön. Jean, Mann, du weißt echt, wie man für Fair Play sorgt. Ist nie verkehrt, richtige Freunde zu haben. Das stimmt. Du gehst hier erstmal hier runter. Gibt's noch was? Noch welche? Nein. Aber da oben.
Okay. Nein! Ach komm. Sag jetzt nicht, ich muss jetzt alles nochmal von neu machen. Nein, Glück gehabt. Ist nie verkehrt, mächtige Freunde zu haben. Das stimmt. So, einmal hier hoch. Schalt mal einen Gang runter, Eugene. So, jetzt sind wir eben eine Etage jetzt höher. Hey Dee, komm her, das musst du dir ansehen. Was? Wow. War, glaube ich, jetzt nicht so klug. Ja, okay. Muss besser den Winkel benutzen. Das stimmt. Gib lieber auf. Zeit für die neuen Tricks. Das habe ich gespürt. Jetzt sind wir hier oben. Ich probier's mal mit dem Fernlicht. Bist du sicher, dass du da durchkommst? Ja, wenn du deinen Schutz und die UP vom Hals halten. Nein! Fürchtet euch nicht! Ich werde euch beschützen! Okay. Wie geht's voran, Fetch? Hetz mich nicht, Dee. So kann ich nicht arbeiten. Fast geschafft. Ah. Ich hab's. Die Bahn ist frei, Dee. Du gehst rein und schnappst die Orbis-Team. Eugene und ich halten die Kerle vorbei. Gut, du bist hier. Ich habe dich beobachtet, Delsim Rowe. Dich getestet, während du deine Tricks gesammelt hast. Wirklich beeindruckend. Ja? Und ich weiß auch, was du alles getan hast. Du hast Hank für den Unfall benutzt. Und Eugene und Fetch wie Monster aussehen lassen, um selbst wie eine Heldin dazustehen. Jemand muss die Conduits beschützen. Beschützen? In den 7 Jahren, seit mein DUP die Conduit-Überwachung übernommen hat, wurde nicht ein einziger unserer Art mehr umgebracht. Nein, natürlich nicht. Weil du sie gejagt und eingesperrt hast. Ja, in Curden Cay. Beschützt vor der Meute, die Conduits lynchen will. Es ist das Beste für sie, ob sie es wissen oder nicht. Und das entscheidest du einfach für sie, hm? Manche Entscheidungen sind zu wichtig. Ich habe gesehen, wie die Leute dich anschauen. Weißt du, wie ungewöhnlich das ist? Dass die Kräftelosen einen Conduit annehmen? Du musst das einsetzen. Diese Beliebtheit und das Vertrauen, um sie davon zu überzeugen, dass die Lösung für die Bioterroristenbedrohung mein DUP ist. Hast du gewusst, dass über die Hälfte der Conduits, die damals im Blutbad vor 7 Jahren starben, Opfer des Militärs waren? Wenn sie uns wieder kontrollieren, was hält sie davon ab, es alles so zu machen wie in der guten alten Zeit? Nein. Nein, ich werde dich bloßstellen. Dich und deine Täuschung. Dann werden wir sehen, wer der wahre Beschützer ist. Das wäre ein Todesurteil für alle Conduits. Ich kann das nicht zulassen. Und ich lasse mich von dir nicht stoppen. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende ihn mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Part geht es dann hier weiter. Dann chatten wir das Finale, denke ich mal. Aber nun gut, ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Nächstes Part geht es halt ja da weiter. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne dann oben gehen. Bis nächstes Mal von Infamous Second Son. Bis nächstes Mal.